Hallo zusammen, heute geht es um diesen Katalog. Da bringe ich jetzt jede Seite ein Video. Und zwar geht es um die Seite 13. Heute geht es um diese Kühlbox, eine B56S. Das ist die größere Box, die ich im letzten Video gezeigt habe. Und zwar ist die einfach so ein Stück höher. Der Rest ist genau gleich. Wir haben auch hier eine sehr starke Isolation. Hier von 50 mm Kernmaterial. Auch hier haben wir einen Korb. Hier gehen zum Beispiel 5 Liter Bierfässer rein. Und hier ein Korb, auch zum Rausnehmen, wo man sonst Ware einlagern kann. Wir haben hier und hier auf der Seite eine Innenbeleuchtung. Auch hier haben wir solch eine massive Dichtung, eine Dichtung also nicht aus Moosgummi, sondern eine Hohlkammerprofildichtung, die wesentlich besser abdichtet. Vom Maß her ist die Box genau gleich wie die andere. Wir haben hier eine Breite über alles von 65 mm und hier eine Tiefe von 45 mm. Zu bedenken ist einfach, wenn der Deckel auf ist, brauche ich hier ein bisschen mehr Luft. Und wir haben eine Höhe von 56 cm. Wir müssen hier bedenken, wenn der Deckel hier auf ist, wir brauchen hier Platz an diesem Gitter, dass wir hier die Luft zum Kühlen ansaugen können, also das heißt, um die Wärme hier abzugeben. Die Luft wird hier angesaugt, von dem her muss ich hier mit einer Breite von 2 cm bis 3 cm Luft rechnen oder eben auch das Deckelmaß. Dann kommt die Luft hier raus, beziehungsweise hier vorne. Die Box läuft heute nur noch über 12 und 24 Volt. Für das 230 Volt brauche ich ein Netzgerät. Das Netzgerät hier gibt es als Option dazu. Das ist identisch wie bei einem Laptop. Ich habe in der Schweiz den Schweizer Stecker. In Deutschland liefern oder EU liefern wir den Schuko Stecker aus. Den kann ich hier einstecken. Hier rein. Und so habe ich die Kühlbox im Betrieb über 230 Volt, also zu Hause am Netzstrom oder auf dem Campingplatz. Wir sehen hier, das Display leuchtet nicht. Wenn ich den Stecker, also die Zuleitung, wieder rausziehe, geht diese Lampe aus. Das heißt, ich habe hier keine Stromversorgung. Wenn ich den Stecker wieder einstecke, kommt diese Lampe, das Display fängt an zu leuchten und geht wieder aus. Dann ist der Fall, dass die Kühlbox ausgeschaltet ist. Also ich kann hier jetzt lange drücken, dann kommt die Kühlbox. Das Rönn geht auf grün, also der Kompressor fängt an zu laufen. Wir haben den Unterspannungsschutz auf low eingestellt und die Temperatur ist innen drin plus 20 Grad. Wenn ich hier auf das Zahnrad gehe, Einstellung, sehe ich, die Box ist momentan eingestellt auf minus 18 Grad. Wenn ich jetzt den Stecker rausziehe und den Stecker wieder einstecke, geht es einen Moment und dann habe ich wieder die aktuell eingestellte Temperatur, das bleibt sich gleich, das ist dann so, wie es vorm Ausstecken war. Wieder hier Zahnrad einstellen, minus 18 Grad. Und hier kann ich hoch auf plus 10 Grad. Auch hier bei dieser Box kann ich die zwei drücken, dann kommt 50. Ich kann hier
zweimal drücken, dann kommt die Spannung 27,21 Volt. Das ist also jetzt die Spannung, die hier vom Netzgerät angeliefert wird. Und hier kann ich wieder runterstellen, vorher hatten wir 10 Grad und jetzt gehen wir runter mit der Box auf minus 22 Grad. Das ist der tiefste Wert, den ich einstellen kann. Wenn ich aber viel Tiefkühlware habe, könnte ich auch hier den Schalter umstellen auf Emergency. Dann läuft die Box dauerhaft durch, gefriert alles ein und sie bringt die volle Leistung. Oder ich lasse ihn dann auf Standardmode laufen. Da läuft er über den Thermostaten und auf Emergency läuft die Box auf Dauerbetrieb. Also die ganze Steuerung vom Thermostaten ist überbrückt. Und hier kann ich lange drücken und den Unterspannungsschutz verstellen. Und so auch auf High. Hier ist aber das Problem, dass die Box dann nicht läuft, wenn die Batterie bei 30% entladen ist oder noch 70% in der Batterie drin ist. Das kann sein bei dünner Zuleitung, dass dann die Batterie oder die Box über den Batterieschutz ausschaltet. Wichtig ist bei der Zuleitung, schauen, dass ihr dicke Kabel verwendet, Stecker, die nicht wackeln, den Zigarettenanzünder, den schneide ich jetzt nicht weg, den wegschneiden und das Kabel direkt anhängen an 12 Volt, weil wenn ihr 1 Volt Spannungsverlust habt auf 12 Volt von der Batterie bis zur Box, dann sind das etwa 8% Verlust bzw. 8% mehr Stromverbrauch, die nicht die Box braucht, sondern das Kabel, weil es auf dem Kabel verlustig wird. Und ihr habt vorher gesehen, sonst könnt ihr zurückspulen, wenn ich hier die Rauf-Runter-Taste drücke, kann ich die Spannung messen. Und so kann ich die Spannung messen, wenn die Box läuft, also wenn der Kompressor läuft und wenn der Kompressor ausgeschaltet hat. Dann habe ich zwei unterschiedliche Werte. Einmal habe ich 27,25 Volt und wenn der Kompressor ausschaltet, habe ich dann vielleicht 27,3 Volt. Da habe ich also 0,05 Volt Spannungsabfall. Das wäre super. Aber ich kenne viele Boxen, die haben dann 1 Volt oder sogar noch mehr. Und ja, dann schaltet die Box ein, aus, je nach Einstellung vom Unterspannungsschutz. Und sie kühlt dann nicht richtig. Kontrolliert eure Elektrik, indem ihr zweimal diese Spannung messt. Einmal, wenn er läuft, einmal, wenn er steht. Und da sollte die Differenz dieser zwei Werte nicht über ein halbes Volt sein. Wir sehen hier das Energielabel A durchgestrichen. Diese Box ist ein reines 12 Volt Gerät. Mit dem Netzgerät, das gehört ja nicht zur Box, das ist was ganz anderes. Läuft die Box nur auf 12 Volt, doch das kann sie nicht am Hausnetz betrieben werden und fällt nicht unter die Norm der Haushaltsgeräte und somit haben wir keine Labelpflicht. Weil die Labelpflicht, das zu zertifizieren, das kostet Geld und so als kleiner Hersteller ist das ein Wahnsinn. Und zweitens, diese Energieverbrauchswerte, die da rauskommen bei den Messungen, die sind sehr weltfremd, die werden heute berechnet. Wir geben unsere Energiewerte an, hier im Katalog. Ihr könnt den downloaden, den verlinke ich euch unten drin oder findet ihn auf der Homepage unter Kataloge. Hier habe ich den Energieverbrauch bei 5 Grad innen und 25 Grad außen oder bei 5 Grad innen 32 Grad außen oder 5 Grad innen und 43 Grad außen. Das sind die Normwerte einer alten DIN-Norm. Man hat einfach das Gerät genommen. Außentemperatur in der Klimakammer, die Werte zum Beispiel 25 Grad,
5 Grad innen, hat das Gerät laufen lassen, 2, 3, 4, 5 Tage und hat dann den Verbrauch runtergerechnet auf die Stunde. Das ist eigentlich ganz einfach mathematisch, aber ihr wisst ja in der PISA-Studie, Mathematik, früher war ein Viertel schlecht und heute sind es nur noch ein Drittel. Aber das ist ein anderes Thema. Und so habe ich hier 5,9 Wattstunden pro Stunde Energieverbrauch. Bei 5 Grad innen und eben diesem 25 Grad außen habe ich ein bisschen weniger. Da kann ich auch mal eine Deckelöffnung einkalkulieren. Aber so habe ich knappe 6 Watt Energieverbrauch pro Stunde, beziehungsweise im Tag, das heißt mal 24 Stunden, wären das 142 Wattstunden am Tag. Wenn ich eine 100 Ampere Lithium-Batterie nehme, dann hat die 1280 Wattstunden Kapazität. Durch die 142 Wattstunden pro Tag würde also diese Box rund 8 Tage laufen. Mit einer vollen Batterie. Dass diese guten Werte, sehr guten Werte, erreiche ich aber nur mit der dicken Isolation. Im Katalog drin, das sehen wir schlecht, gibt es noch ein Ersatzanschlusskabel. Also das Ersatzanschlusskabel, das braucht ihr nicht, weil original ist eines dabei. Und hier das Netzgerät verweist auf eine andere Seite, komme ich in späteren Video dazu. Das Ersatzanschlusskabel, das ist dieses Teil hier. Das ist jetzt ein Original oder Ersatz. Bei der Auslieferung ist ein Teil dabei. Ich habe auch wieder diesen Stecker, der geht auf diese Box. Und hier diesen Zigarettenanzünder, ist 2,5 Meter lang. Aber am besten dieses Teil wegschneiden. Wegschmeißen, weil die meisten wackeln und das Kabel direkt mit Plus und Minus direkt auf die Batterie anschließen und das Kabel zum Bedarf kürzen. Ja, sonst gibt es zu dieser Box nicht viel zu sagen. Ich behaupte, das ist die zweitbeste Kühlbox, weil die kleinere ist für mich die beste. Aber interessant ist, in der Schweiz, da verkaufen wir die kleinere viel mehr als in Deutschland. In Deutschland ist diese Box, also die Deutschen leben auf größeren Boxen, als die 46er, weil sie einfach 10 Liter mehr Inhalt hat. Oder Preis-Leistungs-Verhältnis ist dann besser pro Liter. Haben wir wieder die Mathematik durchgespielt. Ich habe jetzt eine neue Playliste eingerichtet, wo ich nur diese Katalog hier verplayt habe. Wenn ihr daran Interesse habt, an dem ganzen Katalog oder an der Playliste vom Katalog, verlinke ich euch den hier oben. Hier verlinke ich euch das letzte Video von der Box. Und hier unten das nächste Video, was dann kommt. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.